Man schreibt den 19. September 1826. Schon die dritte Nacht lässt Karl Liebrecht Schwabe eine Gruft mit 64 Särgen auf dem Weimarer Jakobsfriedhof durchwühlen. Er sucht Schillers Schädel. Am Ende liegen 23 Totenköpfe vor ihm. Schiller ist jetzt schon seit 21 Jahren tot. Genug Zeit für Legendenbildung. Noch heute, nach 200 Jahren, rätselt die Welt über Schillers Sterben. Ein alter Bewunderer Schillers, Karl Liebrecht Schwabe, ist Bürgermeister von Weimar und kämpft gegen das Vergessen. Schillers Beerdigungsgewölbe soll geräumt werden. Da nutzt er die letzte Chance. Nächtelang vergleicht Schwabe die Schädel aus der verfallenen Gruft mit einem Abguss von Schillers Kopf. Am Ende ist er sicher. Der größte Schädel gehörte Schiller. Doch nicht nur um Schillers Gebeine ranken sich Legenden, auch um sein jahrzehntelanges Sterben. Die ersten Krankheitsberichte stammen aus dem Jahr 1773. Schiller ist damals 13 und zwangsweise Zögling der Stuttgarter Militärschule auf der Solitude. Die Schule ist das Lieblingsprojekt von Württembergs Herzog Karl Eugen. Sein Vorbild ist Friedrich der Große. Hier zeigen sich beim jungen Schiller zum ersten Mal unspezifische Krankheitssymptome. Für den Fall, dass wir davon ausgehen, dass es sich um eine Tuberkulose gehandelt hat, ist zunächst festzustellen, dass alle oder viele Jugendlichen in seiner Zeit, in seinem Alter, eine Primärinfektion gehabt haben, mit der sie gut fertig geworden sind. Das trifft auch auf Schiller zu in seinen Jugendjahren. 7-mal meldet er sich in 2 Jahren krank, meist mit Husten und Magenbeschwerden. Ob der zarte Junge kränkelt, weil er dem Druck der Militärakademie ausweichen will, oder ob sich erste Symptome einer Tuberkulose zeigen, lässt sich heute nicht beurteilen. Sicher ist, Schiller will eigentlich Theologe werden und leidet unter dem militärischen Drill der Eliteschule. Doch Herzog Karl Eugen fühlt sich als aufgeklärter Monarch und will den begabten Jungen zu seinem Glück zwingen. Schiller hat er zum Jurastudium kommandiert, aber der liest lieber schöngeistige Literatur. Schiller ist 15, als die Akademie hinunter nach Stuttgart verlegt wird. An der neuen Karlsschule, sie stand hier, wo heute der Landtag residiert, werden nun auch Militärärzte ausgebildet. Der Lewe darf auf eigenen Wunsch Medizin studieren und interessiert sich doch weiter nur für Philosophie, Geschichte, Theater. Er versucht sich an Theaterstücken. Mit 17 arbeitet er heimlich am gesellschaftskritischen Drama Die Räuber. Wieder hat er sich in 2 Jahren 14-mal krank gemeldet. Mit Hals- und Kopfweh, mit Übelkeit und fiebrigen Regungen. Seine medizinische Abschlussarbeit aber schludert er genial dahin. Erst die dritte wird angenommen. Über die Wechselwirkung zwischen Körper und Seele. Nun ist Schiller Militärarzt in Stuttgart. Feldscheer oder Wundarzt.
Schiller hätte ja sicherlich, ähnlich wie aus seiner Familie, sein Vater, eine militärische Laufbahn einschlagen müssen. Und die Wundarzneikunst war schon eine ziemlich drastische Angelegenheit im Felde, ohne Antisepsis oder Asepsis und ohne Anästhesie, vor allen Dingen ohne Analgesie. Es war schon ein ziemlich hartes und auch grausames Geschäft. Nebenbei arbeitet Schiller darum als Theaterdichter. Im kurpfälzischen Mannheim werden seine Räuber uraufgeführt. Heimlich fährt er zur Premiere. Als er sich wieder unerlaubt von der Truppe entfernt, erhält er nur 14 Tage Arrest. Trotzdem fühlt er sich ungerecht behandelt und beklagt seinen Gesundheitszustand. Epidemische Krankheit zwinge ihn zu literarischer Untätigkeit. Der Herzog braucht einen Militärarzt, keinen Aufwiegler. Er verbietet Schiller das Schreiben. Im Herbst 1782 desertiert Schiller, gemeinsam mit einem Freund. Als ihnen das Geld ausgeht, müssen sie zu Fuß weiter. Gewaltmärsche in dünner Kleidung belasten Schillers Organismus. Am 7. Dezember kommt er auf seiner Flucht endlich im thüringischen Bauerbach an. Die Mutter eines Akademiekameraden gibt ihm unter falschem Namen Asyl. Es ist Henriette von Wolzogen, die zu seiner Gönnerin wird. Endlich scheint er Ruhe zu finden. Er kann wieder arbeiten an Kabale und Liebe und am Don Carlos. Dummerweise verliebt er sich unglücklich in die Tochter des Hauses. Nervlich angegriffen reist er überstürzt nach Mannheim. Dort erwartet ihn Arbeit als Theaterdichter. Aber auch eine schwere Epidemie, die Malaria. Innerhalb kurzer Zeit, besonders nachdem er im Jahr 1782 und 84 einmal an einer schweren Influenza erkrankt war und 1784 dann die Malaria-Episode hatte, eine Schädigung auch der Lunge davon getragen hat und die Resistenzverhältnisse sich abgeschwächt haben, sodass die Tuberkulose in das Generalisationsstadium eintreten konnte. Im September 1783 sind 6.000 der 20.000 Mannheimer an Malaria erkrankt. Eine Tropenkrankheit in Deutschland? Malaria gibt's überall dort, wo Sumpfgebiete sind. Und in Schillers Zeiten waren noch gewaltige Teile Deutschlands Sumpfgebiete. Der Durchbruch ist eigentlich im Kampf gegen die Malaria erst geglückt, nachdem man diese Sümpfe trockengelegt hat. Das konnte man auch ganz wunderbar beobachten, als diese große Überschwemmung gewesen ist vorletztes Jahr. Da hat man sofort gemerkt, es gibt auch hier diese berühmten Anopheles-Mücken. Die gibt es, sobald es sumpfig ist. Und natürlich gibt es deswegen bei uns keine Malaria, weil es keine infizierten Personen gibt. Aber bei einer Bevölkerung, die zu einem relativ hohen Anteil infiziert ist, dann übertragen diese Mücken eben die Malaria auch in unseren Breiten. Schiller will sich mit Hungerkuren und überdosierter China-Rinde heilen. Doch so zerrüttet er seine Konstitution weiter. Gleichzeitig strapaziert der Dichter die biederen Mannheimer mit genialischen Höhenflügen. Daraufhin verlängert das Theater seinen Vertrag nicht. Er greift nach dem Rettungsanker Leipzig. Der Jurist Christian Gottfried Körner hatte dem verschuldeten Schiller Wohnung und Verlagskontakte offeriert. Schiller trifft auf einen Kreis von Bewunderern. Euphorisiert dichtet er das Lied an die Freude. Den Herbst verbringt er in Körners Weinberghäuschen bei Dresden, am Loschwitzer Elbhang. Er lebt und arbeitet in einer Mischung aus trunkener Euphorie und schriftstellerischer Selbstausbeutung.
Schiller arbeitet die Nächte durch, schnupft, raucht, genießt die Bewunderung der Freunde. Durch Körners Geld kann er zum ersten Mal als freier Autor leben. Damals eine unübliche Existenz. Gleichzeitig möchte Schiller, dass Körner ständig für ihn da ist. Doch der besteht auf seinem Privatleben. Schiller langweilt sich nun, hat Affären. Auf der Suche nach dem anregenden Kick ruiniert er sich, fast mutwillig. Oder steckt mehr dahinter? Auch heute ist es ja so, dass Ärzte ungesund leben. Also kein Sport, viel rauchen und. Das heißt also, es ist keineswegs so, dass das reine intellektuelle Wissen, was ist gesund, auch bewirkt, dass man sich danach richtet. Und das zweite Element, worüber man natürlich spekulieren müsste, das wäre die Frage, hat Schiller gemerkt, dass er nicht so viel Zeit hat? Das ist ja etwas, was man oft bei tuberkulösen Künstlern unterstellt, dass sie quasi unter Zeitdruck arbeiten. Dass sie wissen, ihre Zeit ist limitiert und sie haben aber etwas zu sagen. Wieder hat Schiller Glück. Der bewunderte Goethe verschafft dem 30-Jährigen eine Professur in Jena. Die ist zwar ohne Besoldung, aber ehrenvoll. Schiller genießt die Bewunderung hunderter Studenten. Mit sich überschlagender Stimme deklamiert er im Mai 1789 seine berühmte Antrittsvorlesung »Was heißt und zu welchem Zweck studiert man Universalgeschichte?« Schiller heiratet, Ruhe und Gesundheit scheinen nahe. Doch wie besessen arbeitete er an der Geschichte des 30-jährigen Krieges, will perfekt sein. Immer öfter klagt er, mein Kopf ist ganz zerstört. Kaum genesen, will er sich mit ausgedehnten Ritten in der Umgebung von Rudolstadt stärken. Vieles spricht dafür, dass er sich hier so überfordert, dass die Krankheit irreversibel Macht über seinen Körper gewinnt. Später werden Experten streiten, war es eine Darminfektion, ein vereitertes Zwerchfell oder Tuberkulose, die für die Leiden der nächsten 15 Jahre verantwortlich sind. Dann sind ab dem Jahr 1791 in verstärktem Maße dazu gekommen vernichtende Darmbeschwerden mit Krämpfen und die Tatsache, dass der Stuhlgang erschwert war bei ihm. Immer wieder schöpft Schiller zwischen Fieberschüben Hoffnung auf Genesung. Im Januar 1791 wird er in Erfurt Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Bei der Feier überfallen ihn wieder Darmkrämpfe und Seitenstiche. Längst vermuten Zeitgenossen Tuberkulose hinter den Anfällen. Schiller aber will das nicht wahrhaben. Er bleibt uneinsichtig, schwächt seinen Körper weiter. Kaum glaubt er sich erstarkt, hält er wieder Vorlesungen und erleidet einen Rückfall. Er hustet Blut und Eiter. Hingebungsvoll pflegen ihn seine Studenten. Auch Novalis, der später berühmte romantische Dichter, verehrt ihn tief und wacht am Krankenlager. Novalis wird noch vor Schiller sterben, an Tuberkulose, mit 29. Damals gibt es keine Therapie, um die Krankheit zu heilen. Keine Antibiotika und keine Impfungen. Das war eine Zeit sehr drastischer Medizin. Und was die Medizin angeboten hat, das musste vor allen Dingen einen gewaltigen Aufwand zeigen. Offenbar haben die Patienten das damals erwartet, nach dem Motto, viel hilft viel. Also drastische Abführmittel, grässliche Brechmittel, schreckliche Zugsalben, wo man dann wochenlang Geschwüre davongetragen hat. Und es musste eben dann auch kräftig zur Ader gelassen werden. Aber Patienten, die an sich geschwächt waren, die haben davon in keiner Weise profitiert, ganz im Gegenteil. 1791 scheint Schiller die Schwere seiner Krankheit zu ahnen. Im Sommer fährt er nach Karlsbad zur Kur. Bis heute ist strittig, ob Menschen trotz oder wegen lebensbedrohlicher Krankheiten zu großen geistigen Leistungen fähig sind. Schiller plant damals den Wallenstein. Noch setzt er auf Pferdekuren. 18 Becher Karlsbader Heilwasser trinkt er täglich. Das Fünffache einer vernünftigen Therapie. Die Folge? Ihn plagen heftige Krämpfe,
und Durchfälle. Da stößt Schiller auf eine neue Behandlungsmethode. Die kommt seinem intellektuell nervösen Naturell entgegen. In der damaligen Zeit gab es eine medizinische Schule, den Brownianismus, der auf zwei Drogen gesetzt hat. Die eine Droge war Branntwein und die andere Opium. Opium hat man eingesetzt, um zu dämpfen im weitesten Sinne und Branntwein, um anzuregen. Und nun können Sie immer, wenn Sie so durchs Leben gehen, mal nach Dämpfung und mal nach Anregung verlangen. Und deswegen war für die Patienten der Goethezeit diese Schule die attraktivste unter allen Angeboten, die es damals so auf dem Gesundheitsmarkt gegeben hat. Zwischen ständigen Rückfällen fühlt sich Schiller immer wieder stark, euphorisch. Dann beutet er seinen Körper umso rücksichtsloser aus. Er arbeitet nachts, schläft tagsüber, verdrängt die Symptome und lauscht doch ängstlich auf jede Regung seines Körpers. Seine Briefe an Freunde und Verleger sind voll von solchen Klagen. War Schiller zwei Tage krank? Versuchte am dritten die vertane Zeit einzuholen. Er hält sich für den einzig kompetenten Interpreten seines Werks und schreit sich ohne jede Atemtechnik nur die Lunge aus dem Hals. Im wahrsten Sinn des Wortes. Als sich sein Leben noch einmal zu wenden scheint, geht er auf die 40 zu. Er ist inzwischen mit Goethe befreundet. Beide arbeiten zusammen. Wenn er bei ihm zu Gast ist, zwingt ihm der 10 Jahre Ältere seine Lebensweise auf. Gearbeitet wird früh, gegessen halbwegs vernünftig, sie trinken guten Wein und zu Bett gegangen wird noch vor Mitternacht. Das kann ich sehr empfehlen, ja. Die geregelte Lebensweise stabilisiert Schillers Gesundheit. Nicht alles richtet sich mehr nach seiner Krankheit. Sein Leben bekommt wieder mehr Leichtigkeit, ein Reglement. Er hat Freude an sinnlichen Dingen, gibt sich nicht mehr verklemmt, revoluzzerhaft spartanisch. Er spürt kaum Schmerzen, wenn er gemeinsam mit Goethe arbeitet. Es macht ihm Freude. Trotzdem ahnt Schiller, er ist unheilbar krank. Man hat das Gefühl, dass er sich analysiert hat. Insbesondere ist er immer über die Zeiten froh gewesen, wo er keinen blutigen Auswurf gehabt hat, weil das führende Symptom für eine Tuberkulose gewesen ist. Und die wollte er unter gar keinen Umständen als sein Krankheitsbild annehmen. Je mehr Schiller die Wahrheit erkennt, desto hektischer und produktiver schreibt er. Er ist 40, als er mit Frau und Kindern nach Weimar zieht. Später wird man von bescheidenen Verhältnissen reden, in denen der Dichterfürst gelebt habe. Verglichen mit einem Regenten oder seinem wichtigsten Minister mag das zutreffen. In Wirklichkeit lebt Schiller über seine finanziellen Möglichkeiten und ist gezwungen, ständig Geld zu verdienen. Er erkrankt an Nervenfieber. Nervenfieber kommt in Romanen der Goethezeit ja ständig vor. Die Menschen bekommen Nervenfieber aus voller Gesundheit und versterben in kürzester Zeit. Und man rätselt, was mag das wohl sein? Also ganz genau kann man das vielleicht nicht sagen, aber am ehesten ist es das, was heute Typhus ist. Erst nach mehr als einem Monat kann Schiller wieder arbeiten. Sein Gesamtzustand hat sich drastisch verschlechtert. Unaufhörlich arbeitet er an seinen Dramen. Ab 1802 am Tellstoff. Es ist das letzte Stück, dessen Premiere er noch erleben wird. Sein Traum, jemals in die Schweiz zu reisen, wird sich nicht mehr erfüllen. Die Erholungspausen zwischen den Krankheitsschüben werden immer kürzer. Immer öfter muss der Arzt gerufen werden. Darmkoliken, Verstopfungen und Fieberschübe bis zur Ohnmacht quälen Schiller. Inzwischen hat er auch Blut im Stuhl. Was er und die Ärzte als unendliche Reihe von Einzelkrankheiten diagnostizieren, ist wohl die Durchseuchung aller lebenswichtigen Organe mit Tuberkelbakterien. Inzwischen wünscht er nur noch, wenigstens 50 Jahre alt zu werden. Ende April 1805 scheint es zu einer unerwarteten Besserung zu kommen.
Schiller beschließt, sich wieder an die Luft zu wagen. Er will sich im Weimarer Theater die Voraufführung eines Unterhaltungsstücks ansehen. Da war am 1. Mai, und zwar am Abend, noch in Weimar im Theater. Er hat Goethe noch getroffen. Aber bereits zum Beginn der Vorstellung ist es zu heftigen Fieberattacken gekommen. Schiller ist in seiner Loge zusammengebrochen. Wie lange er so liegt, weiß man nicht. Ein Freund, der verspätet hinzukommt, findet ihn hilflos und zitternd am Boden. Wie so oft muss Schiller die wenigen Meter vom Hoftheater zum Haus an der Esplanade in der Sänfte getragen werden. Mit einem wichtigen Unterschied. Diesmal wird es das letzte Mal sein. 8 Tage wird das Leiden dauern. Anfangs kann der Weimarer Arzt Dr. Huschke die Schmerzen erfolgreich lindern, mit Kräutertinkturen. Schillers Leibarzt ist gerade nicht in der Stadt. An diesem Zufall werden bald Verschwörungstheorien anknüpfen. Man habe Schiller langsam vergiftet. Am 9. Mai ist er in eine tiefe Bewusstlosigkeit gefallen und in den Abendstunden 5:30 gestorben. Am nächsten Nachmittag obduziert Dr. Huschke, der behandelte Arzt, Schillers Leiche, gemeinsam mit einem Assistenten. Was die Ärzte sehen, erschüttert sie. Dr. Huschke schreibt einen Bericht an Herzog Karl August von Sachsen-Weimar. Der endet: Bei diesen Umständen muss man sich wundern, wie der arme Mann so lange hat leben können. Die rechte Lunge war mit Rippenfell und Herzbeutel verwachsen. Gleichzeitig faul, brandig, desorganisiert. Die linke marmoriert und mit Eiterpunkten übersät. Das Herz ohne Muskelsubstanz. Die Nieren verwachsen und in Auflösung. Die Därme mit dem Bauchfell verwachsen. Die Schlussdiagnose würde für mich lauten, dass Schiller eine generalisierte Organtuberkulose gehabt hat. Es ist aber anzunehmen, dass bei ihm auf dem Boden der Tuberkulose eine sogenannte progressive Durchseuchung vorhanden gewesen ist, die andere Organe, insbesondere den Darm, die Baucheingeweide, die Nieren und auch einen Durchbruch von der Lunge durch das Zwerchfell verursacht haben. Am 11. Mai 1805 soll Schiller bestattet werden. Um Mitternacht, gemäß der Tradition. Im letzten Moment schickt der Jurist und Bewunderer Karl Liebrecht Schwabe ein Schreiben an die Honoratioren der Stadt. Er bittet sie, Schiller das letzte Geleit zu geben. Und so tragen Professoren, Doktoren, Juristen, ein Bildhauer und ein Kriegssekretär den Sarg zum alten Weimarer Jakobsfriedhof. Dort wird er in eine Gruft für höher gestellte Persönlichkeiten herabgelassen. Goethe ist nicht dabei. Auch nicht beim großen Trauergottesdienst am nächsten Tag, bei dem Mozarts Requiem erklingt. Goethe wird später seine eigenen Schiller-Erinnerungen zelebrieren. »21 Jahre später soll das Gewölbe für Neubelegungen geräumt werden. Wieder ist es Karl Liebrecht Schwabe, der sich an Schiller erinnert. Inzwischen ist er Bürgermeister und lässt ihn 3 Nächten nach Schillers Gebeinen suchen. Dann vermisst er 23 Totenköpfe. Am Ende ist er sich sicher, er hat Schillers Schädel gefunden.« Am 24. September 1826 lässt sich Goethe Schillers Schädel ins Haus bringen. Einige Zeit wird der Schädel Goethes Schreibtisch schmücken.
Goethe dichtet eine Ode auf das Leergefäß des Geistes. Geheimgefäß, Orakelsprüche spendend. Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten? Dich, höchsten Schatz, aus Moder fromm entwendet. 1827 erhält Schiller ein Ehrengrab. Der Herzog lässt die sterblichen Überreste in seiner Familiengruft beerdigen. Schillers Knochen werden damit zu nationalen Reliquien und finden doch keine Ruhe. Denn nun flammen irrationale, oft antisemitische Mordhypothesen auf und die Behauptung, der Schädel passe nicht zur Totenmaske. Und daraufhin hat dann im Jahre 1912 der Tübinger Anatom Frorb hier in Weimar erneut im Bereich des Kassengewölbes gegraben. Er hat sich gesagt, wenn das nicht der echte Schädel ist, dann muss er ja noch im Kassengewölbe sein. Er hat insgesamt über 60 Schädel zutage gefördert und hat einen Schädel nun dann als den von Schiller bezeichnet. Auch dieser Schädel ruht inzwischen sicherheitshalber in einem kleinen Sarg in der Fürstengruft. Wie man heute weiß, wohl ein Frauenschädel mit Männerunterkiefer. Aber auch danach gab es keine Ruhe für Schillers Gebeine. Nazis, Deutschnationale und Judenhasser entdecken Schiller. Er gilt ihnen deutscher als Goethe. Außerdem, der eigentlich gesunde Dichter sei einem jüdisch-freimaurerischen Mordkomplott zum Opfer gefallen. Mitwisser sei Goethe gewesen. Diese Theorie kolportiert die Witwe des Weltkrieggenerals Ludendorff. Dieser Unfug ist selbst den Nazis zu abstrus. Goebbels lässt die Verbreitung des Blödsinns verbieten. Trotzdem gibt es keine Ruhe für Schillers Sarg. Es ist dann rausgekommen, die sind nach Jena gekommen, in ihren Särgen und dort versteckt worden und dergleichen, nicht wahr? Und dann hat es geheißen, die werden dort in die Luft gesprengt. Nicht? Angeblich soll Nazi-Gauleiter Saukel die Sprengung angeordnet haben. Das macht nicht nur keinen Sinn, das hätte er auch nie getan. Der Befehl kam wahrscheinlich von Himmler. Schließlich werden die Särge von der US Army befreit und aufgebrochen. Am 4. Mai 1945 kehren Schillers und Goethes Gebeine zurück in die Fürstengruft. Jetzt gilt der Dichter der Räuber als fast sozialistischer Revolutionär. Johannes Erbecher würdigt Schiller. Auf seine Weise auch Thomas Mann. Und wieder fragt man, ist das Schiller? Ein russischer Spezialist wird um seine Meinung gebeten. Mit dabei der junge Anthropologe Dr. Ulrich. Im September 1959 ist dann der Schiller-Sarkophag erstmals wieder geöffnet worden. Und wir konnten also Schädel und Teile des Skeletts entnehmen. Es sind dann Abgüsse hergestellt worden und Professor Gerasimov ist eingeladen worden. Er war dann 1961 hier in Weimar und hat eine Rekonstruktion ausgeführt. Gerasimovs Arbeiten von 1961 gelten noch heute im Zeitalter von Laserscans und Computersimulation als wegweisend. Eines ist heute sicher. Schiller wurde einst nicht verscharrt, er lag zwischen Adligen und Würdenträgern seiner Zeit. Und der Schädel in der Fürstengruft gehört dem Dichter, der ein Leben lang gegen seine Krankheit kämpfte und unterliegen musste. Doch die Legenden leben weiter.